So Freunde, ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Zu Operation Schlachtfabrik, wa? So nennen wir das, Operation Schlachtfabrik. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Holz sammeln, wa? Weil sonst können wir uns die Zäune nicht so herstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Holz ich überhaupt habe, aber ist immer besser, man hat ein bisschen mehr Holz so, wa? Im Lager. Auf jeden Fall gut. Jetzt können wir uns auch gleich nochmal ein paar Kisten herstellen. Können wir ja später dann auch noch hier brauchen. So, wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier finden. Helle Holz, dunkle Holz ist ja jetzt erstmal wurscht. So, ich habe zum Beispiel, habe ich mich jetzt in der kurzen Pause, habe ich mich daran erinnert, dass mir der Kollege Sebari, ja, der hat mir da so einen Tipp gegeben in Minecraft. Man kann, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich Fenster machen kann. Es gibt ja einmal den Fensterblock, ja, und dann kann man sich noch Fensterscheiben machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie uns das Ganze so gefällt, wa? Aber dazu müssen wir erstmal das Häuschen bauen. So. Das Häuschen stellen wir jetzt erstmal zurück. Ja, ich wollte es jetzt nochmal angesprochen haben. Wir machen jetzt erstmal unsere Schlachtbank sozusagen. Ich hoffe, dass wir das hier noch bis zur Nacht hinkriegen. Dass wir uns da so ein bisschen was machen können. Dann locken wir die Schafe da mal rein und dann vermehren wir die. Ja, jetzt ist natürlich die Axt im Arsch. Haben wir noch eine da? Ja, wir haben noch eine da. Sehr gut. Das Ganze nämlich schneller hier. Aber dann müsste in der Zeit eigentlich auch das Eisen fertig sein. Dann können wir es vielleicht mal ein Eisenschwert machen. So eine Rüstung brauchen wir auch, weil ich brauche Leder. Das ist, ey, oh. So. Deswegen machen wir einfach hier Operation Schlachtfabrik. So, die produzieren dann. Ah, die vermehren sich denn. Und wir können die dann schön abschlachten. Oh, das wird schon wieder Nacht, also das wird nichts. So, da müssen wir dann Vorbereitung treffen. Ja, können wir drinnen denn erstmal, ich hoffe, dass wir die Nacht dazu nutzen können, dass wir ein bisschen was herstellen können. Und dass wir dann am Tage loslegen können. So, ich will jetzt eigentlich nicht die Nacht durchpennen, oh, sondern die Nacht dazu nutzen, um ein bisschen was herzustellen. Oh, davon haben wir schon wieder, oh, da müssen wir das Schwert mal rausholen. Da vorne sehe ich schon wieder so eine Spinne leuchten. Ich weiß jetzt nicht, wo ist denn unser... Scheiße, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo müssen wir hin? Oh, Freunde, seht ihr irgendwas leuchten? Dann machen wir hier die Zoom-Funktion. Aber ich sehe jetzt nichts. Irgendwas leuchtet, da könnte vielleicht was sein, wa? Gehen wir da mal hin. Hinten könnte unser Häuschen sein. Die Zombies haben sich hier im Wasser verfangen. Auch nicht schlecht. Da oben leuchtet was. Könnte aber... Ne, das ist eine Spinne. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo unser Häuschen ist. Ist ein Creeper explodiert, wa? Oh Gott. Oh, jemand aus dem Weg hier. Ich will mal jetzt nicht boxen. Aber der wird auch nicht locker lassen. Also müssen wir den weghauen. Ach, hier mal, hier haben wir die Kleen. Oh, die sind hardcore, die Kleen. Die Kleen-Pupa, ey, oh. Was ist denn hier los? Der Hunger ist das nicht. Ah, hier so ein Kleiner. Ey, gerade noch von dir gesprochen. Die siehst du ja nicht, wa? Diese Kinder. Oh, auf Kinder willst du ja auch nicht einhauen. Wa? Das ist ja... Scheiße, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo ist denn unser Zuhause? Haben wir eine Schlucht? Da oben haben wir einen Enderman. Oh, Freunde. Jetzt zeig mal verlaufen. Jetzt zeig mal echt verlaufen. Jetzt weiß ich nicht, wo es hingeht. Vorne leuchtet was. Super, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es hingeht. Und ey, wir sind jetzt hier mitten in der Nacht. Und war quasi jetzt... Oh, wir haben... Oh, das Schwert ist auch bald im Arsch. Müssen wir mit der Axt zuhauen? Geht ja nicht anders denn. Müssen wir mit der Axt zuhauen? Im Notfall? Oder haben wir mal mehr hier? Ey, wo kommen die denn alle her? Hier haben wir noch so einen Rocky Balboa. Scheiße, jetzt habe ich echt die Orientierung verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir hin müssen. Wir haben auch keinen Kompass. Sollten wir uns vielleicht mal herstellen irgendwann. Aber dazu brauchen wir ja Redstone und... Alter. Ja. Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Ich weiß jetzt nicht, wo es hingeht. Komm mal weg hier, Spinne. Komm mal ab hier. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wo Wüste ist, wa?
Irgendwo nähemäßig Wüste. Ich kann mal das Villager-Dorf finden. Dann können wir da erstmal Unterschlupf finden. Können wir uns da irgendwo unterstellen? Was hier? Leuchtet hier auch so komisch. Oh, hier ist Lava. Na ja, gut. Ja, das Villager-Dorf haben wir jetzt, aber hier waren eher. Jetzt sehen wir das natürlich nicht. Boah, die Wolken, kickt euch das mal an. Das sieht ja echt aus wie Unwetter da war. Kickt das mal an. Sieht doch geil aus. Hab so richtig in Inside-Stimmung. Gut, danke. Können wir natürlich die Gegend hier so ein bisschen erkunden? Obwohl, ey, kick mal. Oh, hier unten ist ja alles voll. Hier ist ja, ey. Ja, natürlich. Natürlich. Und da vorne sind nochmal zwei Creeper. Ey, und ich habe hier völlig die Orientierung verloren, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Ja, wenn du einmal nicht aufpasst, wa? Dann machst du einmal Pause hier. Gehst du mal kurz raus, weil du mal Pipi machen musst oder was trinken oder keine Ahnung. Und dann verlufst du dich hier. Bist du nicht mehr, wo es hingeht. Und nochmal ein Stück Höhle. Super. Ich denke mal, hier irgendwo muss das. Vorne leuchtet was. Was wahrscheinlich auch nur wieder. Ja, Pferde, sehr gut. Ja, haben wir die Gegend jetzt mal ein bisschen erkundet. Aber ich glaube, wir entfernen uns hier immer mehr von dem. Leuchtet da auch so komisch. Da vorne ist das Villager-Dorf. Okay, alles klar. Da vorne ist das Villager-Dorf. Dann weiß ich wenigstens, ja. Dann versuchen wir da Unterschlupf zu finden. Bis jetzt kann man nicht mehr rennen. Da haben wir noch einen Enderman. Da haben wir zwei Creeper. Alter, ich hoffe, wir kommen da sicher hin. Oh. Und ich hoffe, die Villager lassen uns rein. Oh, jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt wird's hier echt ernst. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis dahin. Komm schon, Rabbi, halt durch. Das Schwert ist auch bald kaputt, ey. Wir haben keine Rüstung. Sieg mal, da oben tanzt es ja schon rum. Noch ein Creeper. Ey, ich hoffe, wir kommen hier sicher unter. Ey, hier ist keine Tür. Hier ist auch keine Tür. Alter. Was bauen die denn hier? Wo nehmen wir eine Tür? Hier ist eine Tür. Mach rein hier. Tür zu. So, what? Wir sind sicher. Na, ihr? Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Herrlich. So, dann versuchen wir mal die Nacht hier zu überleben. Mist, jetzt hätte ich jetzt wäre natürlich klasse, wenn wir mal ein Bett hätten. Dann können wir das Ganze beschleunigen. Der da gerade hier flitzt. So, warten wir einfach ab. Bis der Tag wieder reinbricht. So, können wir mal einen Happen essen. Können wir das Ganze mal Revue passieren lassen. Wenn der Tag reinbricht, können wir erstmal gucken, ob wir hier wieder was abernten können. Sieht aber nicht so aus. Braucht alles noch ein bisschen. So, lass mal kurz das Inventar prüfen. Was haben wir denn? So, wir haben hier Kakteen, wir haben hier Kartoffeln. Warte mal, ich kann mal zusammenfügen. So. Wir können ein bisschen Brot machen. Ja, Brot haben wir auf jeden Fall. Können wir hier, warte mal hier. Hm, giftige Kartoffel. Oh, einen Bogen haben wir gekriegt. Guck mal. Sehr gut. So, dann nutzen wir die Zeit, machen wir mal Holz hier. So, können wir gleich noch ein paar Stickies denn machen. So, machen wir hier rein. Ne, komm, hier, so, zack, und machen wir hier noch, so. Ich weiß ja nicht, wie macht man denn? Zaun? Zaun macht man, ja. So, machen wir hier ein paar Stickies, machen wir das hier hin. So, machen wir hier noch ein paar Stickies. Ich glaube, wir mussten das Ganze mit Stickies machen. So, denken wir, das reicht erstmal. So, wir haben ja keinen Platz mehr hier drin. Was haben wir hier? Schwarzpulver. Okay, Schwarzpulver ist okay. Knochenmehl. Kann man das schon verarbeiten? Jo, können wir verarbeiten. Sehr gut. So, mal ein bisschen Knochenmehl.
Muss man mal trotzdem warten, bis die Nacht hier vorbei ist. Sieht aber ganz gut aus jetzt, ne? Ich glaube, jetzt kann man es wieder raustrauen. Sag mal hier. Gut. Okay, da waren die Felder, da müssen wir lang. Da hinten sind wir zu Hause. Sehr gut. So. Oh, ein blauer Creeper. Oh. Nee. Komm, hier immer weiter. Aber jetzt keine Lust hier auf Stress. Ich möchte eher meine Schlachtfarm hier. Puh, war ja echt aufregend gewesen, die Folge. Muss man echt sagen. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, so. Dadurch, dass ich mich jetzt hier so ein bisschen verlaufen habe. So, wir könnten. Warte mal, lass mal überlegen. So, wo machen wir denn jetzt hier unser Schlachtgedöns? Wo kann man das am besten machen? Machen wir das hier bei uns? Machen wir hier mal erstmal alles zur Ebene Erde. So, erstmal hier das ganze grüne Strupp weg hier. So, dann machen wir hier mal. Ja, schade, dass es hier in Minecraft nicht so weit wie ein Rasenmäher gibt, wa? Ja, gibt das schon, du brauchst ja nur eine TNT-Bombe setzen, wa? Setzt du eine TNT-Bombe hier hin, dann ist das Gras auch weg. Ist auch eine nette Methode zu angeln, muss man echt mal dazu sagen. So, haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, dann würde ich sagen, machen wir... Ne, ich will ja auch nicht, dass die Wölfe denn hier, falls mal irgendwie Wölfe kommen oder so. Ne, müssen wir freistehend machen. Können wir nicht so, müssen wir freistehend machen. So, machen wir auf jeden Fall ein großes Gehege. Wird dann auch einige Folgen dauern, bis wir das nötige Leder da zusammen haben. Gut, dann gehen wir mal Zäune machen. Hat man hier noch irgendwas im Ofen drin? Muss mal kicken. Ja, Eisenbahnen, sehr gut. Oh, jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für die Kohle. So, dann lass mal aussortieren hier. So, wir haben hier wieder ein bisschen faulet Fleisch. Ja, das können wir erstmal loswerden. Hier die Sonnenblumen, können wir auch mal hier rinknallen. Oh, wir haben einen Bogen bekommen. Das ist natürlich klasse. So, Pfeile haben wir hier auch. Haben wir hier schon? Ja, da haben wir schon welche Pfeile. So, Knochenmehl haben wir. Ist auch was ganz Neues. Potatoes. Die können wir uns dann auch mal braten. Kochen, backen. Etc. So, zeig mal her. Hier Rosen hatten wir jetzt schon. Nee, hatten wir noch nicht. Gelbe Blümchen. Jo, gelbe Blümchen hatten wir da schon mal. So, so eine giftige Kartoffel. Weiß ich zwar nicht, was man damit anfangen kann. Aber, nehmen wir erstmal mit. Machen wir erstmal rein hier. So, dann haben wir Holzkohle. Holzkohle, ja, wir machen gleich nochmal ein paar Fackeln. Das können wir gleich mal machen. Hier, das Anthrazit können wir darin machen. Was haben wir hier? Dorit. Haben wir schon sowas? Anthrazit. Ja, können wir hier mal drin machen. Ja, mach da drin. Ah, ne, ist voll. Nanü. So, machen wir die Samen da oben drin. Ja, würde ich erstmal so lassen. So, wollen wir jetzt hier nicht so viel Zeit verplempern? Dann zeigt mir, wie war denn ein Zaun? War das so? Nee. Nee, das war eine Leiter. Scheiße, wie war ein Zaun? Oder war das aus Blöcken? Ja, Blöcke. Musst du Blöcke an der Seite machen? Okay. Haben wir natürlich nicht genug Dinger dabei. Na gut. Aber wissen wir das wenigstens schon mal.
Kommt mir echt so vor, als ob die Musik so laut ist. Warte mal, ich mach die mal ein bisschen leiser. Kommt mir echt vor, als ob das hier gerade so richtig dröhnt. Ja, ist ja wieder hochisch, ey. Ist ja wieder hochgeschnellt hier, die Musik. So, lass mal einfach mal so. Ich denke mal, so ist die richtige Höhe. Das war gerade richtig laut gewesen hier, selbst bei mir, ja. So, dann brauchen wir jetzt hier nochmal. Haben wir hier schon fertiges Holz? Können wir irgendwas benutzen? Haben wir hier? Hier haben wir doch was. Nehmen wir das denn nicht? Hier, Eichenbretter. Können wir auch mitnehmen hier. Alle klar. Sonst haben wir nichts weiter. Nee, sonst haben wir nichts weiter. So, dann machen wir. Dann gehen wir nochmal ran in die Sache hier. So, dann gehen wir nochmal ran hier. Machen wir, da. Nee, warte mal, komm, mach mal so hier. So, dann teilen wir das, machen wir da. Dann nehmen wir die, machen wir die da rein, teilen die nochmal, machen das dort hin. Okay, guck mal, wie das funzt hier. Ja? Machen wir hier was hin. Machen wir da was hin. War das nicht so? Oder muss das alles dasselbe Holz sein? Ey, ja, das ist doch jetzt so doof. Oder wie? Ja, na gut, komm. Scheiß der Hund drauf, wa? So. Ist ja jetzt eigentlich vollkommen Wurst, wa? Eigentlich. So. Ich denke mal, das reicht erstmal. Das können wir erstmal verarbeiten. Ein Tor brauchen wir noch. Warte mal, dann müssen wir. Wie war denn jetzt ein Tor? Warte mal, das müssen wir. Dann müssen wir erst was herstellen. Mit mal hier. Ne, komm, mal raus hier. Dann brauchen wir erstmal nochmal ein paar davon. So, denke mal, das reicht. Wie war denn jetzt ein Tor? Lass mal überlegen. Scheiße, wie war denn das da? So, so, so. Und dann hier. Hier haben wir einen Zaun. Ich glaube, andersrum war das. Warte mal. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Warte mal. Nimm mal das hier. Nimm mal das nochmal raus. Setz das mal da rein. Ich glaube, da hatten wir hier und hier. Und dann hier, 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 hier. Ja, da haben wir sowas. Nehmen wir mal zwei Stück hier. Kann man immer gut brauchen. Nochmal hier, machen wir rein hier. So, zack. So. Okay. Nur ein bisschen hinne machen hier. Oh, das regnet. Sehr gut. Da müssen wir auch mal wieder was zu essen hin herstellen. Aber erstmal machen wir das Gatter hier. Na komm, verarbeiten wir das jetzt hier. Möhren. So können wir das hier brauchen. So, machen wir schon ein bisschen größer, wa? Dass wir auf jeden Fall da was drin kriegen. So, wir stellen jetzt erstmal provisorisch hier hin. So, ist jetzt erstmal wurscht, ob das jetzt funktional hier drin passt. So, stellen wir erstmal hier hin. So, dann gehen wir mal hier lang. So, hier können wir jetzt ein Tor einbauen. So, machen wir das da. Nee. Ey. Oh, das Ding abbauen hier. Ja, bau doch ab hier. Oh, was bekloppt das? So. Ins geht noch? Ah, ne, ins würde noch. So. Gehen wir hier lang. So, ich denke mal, das passt. Jetzt setzen wir hier nochmal einen Zaun drin. Oh, sehr gut. Guck mal, da prima hingehauen. Hier hauen wir weg hier den Strip. Das, ja, das ist dran, ne? Sehr gut. So, und so. So, haben wir was? Gut, dann locken wir die kleinen Viecher mal an.
So, da haben wir schon mal zwei. Die nehmen wir uns schon mal. Holen wir uns jetzt schon mal ran hier. Gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar mehr kriegen. Ja, komm hier schön mit. Ja, komm, ich hab schön Habba-Habba hier. Ja, komm, lauft mir nach, lauft mir nach. Vielleicht nochmal noch ein drittes Schaf. Holen wir uns auch noch. Ja, komm, schön. Ich hab schön Habba-Habba hier. Der Rabbiner hat schön Habba-Habba. Was ich euch beim Schlachten will, das wisst ihr nicht. Oh, komm hier, du hoch mit. Ja, sehr gut. Was mit euch hier hinten? Ja, komm mit hier. Schön alle mitkommen. Sehr gut, kommt. Komm, gut, 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 gut. Kiekerle, kiekerle. Ja, komm hier. Ja, komm, sind wir schon mal Vierer, Dreier. Oh, besser. Ich bin runtergefallen. Ja, die springen mir natürlich alle hinterher. Ist logisch, ist klar. Ich hoffe, die kommen jetzt alle hier auch mit. Ja, das ist natürlich, ja, sehr gut. So. Kommen Sie hier hoch? Ja, hier müsste noch hochkommen. Ja, kommt. Kommt, schön, hier, komm. Ja, ja, schön, hoppa, hoppa, hier. Hoppa, hoppa, nur bei Rabbi. Komm, schön, Lecker, 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 ja, komm. Ja, komm. Dann sind sie wenigstens frisch gewaschen, wa? Also das Fleisch sollte ja auch immer frisch sein.